Bei einem Feuer in einer Batteriefabrik in Südkorea sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Vertreter der örtlichen Feuerwehr sagte am Montag, dass etwa 20 Tote gefunden worden seien. Nach Behördenangaben wurden zudem mehrere Arbeiter vermisst. Viele von ihnen sollen aus dem Ausland kommen, darunter auch aus China. In einem Lagerhaus des Batterieherstellers Aricel südlich der Hauptstadt Seoul seien am Vormittag eine Reihe von Batteriezellen explodiert, hieß es. Daraufhin sei die Halle in Brand geraten. Das Feuer hatte offenbar mehrere Arbeiter in dem mehrstöckigen Gebäude eingeschlossen. Inzwischen sei das Feuer weitgehend gelöscht, hieß es. Die Behörden hatten die Anwohner vor dem Feuer gewarnt und ihnen geraten, wegen des Rauches in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Aricel stellt unter anderem 3,6 Volt Lithium-Batterien her, die etwa in Haushaltsgeräten wie Taschenlampen oder Fernbedienungen zum Einsatz kommen. Südkorea ist ein wichtiger Produzent von Batterien, darunter auch solche, die in E-Autos eingesetzt werden.